Wer ist die Digital Society? Eine Gruppe gleichgesinnter Enthusiasten, Weltverbesserer, ich habe schon alle möglichen Bezeichnungen gehört, hat sich im Jahr 2015 gefunden, hat diesen Verein gegründet. Um was geht es hauptsächlich? Die Chancen der digitalen Transformation. Die meisten der Vereinsgründer und viele der Mitglieder kommen aus der IT-Welt, sind mit der Digitalisierung seit der Einführung des Transistors und so weiter beschäftigt. Aber mittlerweile ist ihm auch die Transformation angekommen, spätestens seitdem jeder das Smartphone hat. Und da gibt es halt verschiedene Themenkreise, die es zu behandeln gilt. Und ein ganz wichtiger ist gesellschaftliche Auswirkungen, auf niemanden vergessen und so weiter. Wie auch hier geschrieben steht, eine freie digitale Welt, von denen möglichst alle, wir hatten auch schon eine Diskussion über alle, möglichst alle profitieren können. So viele wie möglich. Was leisten wir? Wir machen die Digitalks, das ist meine Hauptaufgabe. Es gibt auch Business Network und andere Aktivitäten. Wir setzen uns kritisch mit den gesellschaftlichen Auswirkungen auseinander und zeigen auch auf. Wir vernetzen die Mitglieder, private Mitglieder, Firmenmitglieder und so weiter. Wir arbeiten mit anderen Organisationen zusammen. Wir bieten denen eine Plattform, teilweise auch hier mit den Räumlichkeiten und ähnliche Dinge mehr. Und wir sind auch eine Interessensvertretung und wir äußern uns auch zu Gesetzesvorlagen und so weiter, weil wir auch die entsprechende Kapazität im Verein haben. Kann ich die Digital Society unterstützen? Jetzt aus Ihrer Sicht gesehen, ja, Sie können. Aktive Mitarbeit, Fachkenntnisse, von Hintergrundarbeit bis zu selbst einem Vortrag hier vorne halten, stehen alle Türen offen. Geld in jeglicher Form, sei es durch eine kleine Spende oder auch durch eine Mitgliedschaft, ist natürlich auch herzlich willkommen. Soweit zur Digital Society.